Servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Arc Center. Wenn alles gut läuft, ist heute Samstag. Das heißt, schönes Wochenende für alle, die nicht arbeiten müssen. Und für die, die arbeiten müssen, haltet durch. Auch ihr habt eure freien Tage. Wir hatten beim letzten Mal Level 15 erreicht und fast alles zusammen, um einen Fluss zu bauen, um hier aus dieser, von dieser Insel runterzukommen. Bis auf Fasern, die holen wir jetzt noch. Das waren zwar nicht weniger, aber die sollten wir relativ fix zusammenkriegen, hoffe ich doch. Und dann schauen wir uns ein bisschen mal hier um. Wenn es gut läuft, würde ich gerne irgendwo einen weißen Drop finden. Mit einem Bett drinne. Da hinten ist einer, je nachdem, wie lange die noch da sind. Und wenn wir das erledigt haben, oder partout nicht finden, dann uns die Vulkaninsel an, weil da bin ich mega gespannt, wie es da aussieht. Ob da wirklich Lava ist, ob man da verbrennen kann und alles. Das hätte mich wirklich mal interessieren, weil das hatte man ja wirklich bei der Island Map überhaupt nicht. Ja, eigentlich wollte ich schon gestern aufnehmen. Bin ich aber leider nicht dazu gekommen, weil wir auf unserem Ark-Server waren und da tatsächlich mal zwei wieder da waren, die da ewig nicht waren. Und schönen Grüße an David. Der hat mal seine Hütte gesehen. Die haben wir nämlich während seiner Abwesenheit ein bisschen verschönert. Weil der, ja, weil wir die Lackierpistole für uns entdeckt hatten in der Einfolge. So, was fehlt? Holz. Achso, das Holz war im Judger, das ist nicht so schlimm. A-Fasern haben wir jetzt genug, das heißt, wir laufen schöner ran ins Wasser, weil das Fluss ist ziemlich, ziemlich schwer. Schöner ran ins Wasser, sehr schön. Huch, nicht so weit. Piranhas und so. Dann nehmen wir uns das Holz raus. Zack. Und stellen unser Fluss her. Schön. Schön, schön, schön. Es muss doch gut XP geben. Um jetzt. Ja, aber locker. Sehr geil. So, was gibt man eigentlich? Gewicht könnte man wirklich mal eins machen. Ja. Und dann auch wieder wertvolle Punkte. Hatten wir auch irgendwas, was wir dringend machen wollten? Ich weiß es gar nicht mehr. So, als erstes entferne ich mal das Segel. Weil das sieht zwar schick aus, aber nimmt eigentlich nur echt unnötig Platz weg. So, und dann gucken wir, dass wir unseren Jaja hier drauf kriegen. So, das sieht nicht schlecht aus. Und so, es wird bald dunkel. So, ich hoffe echt. Viele haben mir gesagt, die Center Map ist ziemlich buggy. Ich hoffe, dass das im Lokalen sich in Grenzen hält. Und mir mein Judger jetzt hier nicht gleich flöten geht. Da hinten ist wie gesagt ein weißer Drop, da müssen wir jetzt gleich mal hingucken. Solange er wieder noch da ist. Da ist auch noch einer. Ja, und runter von der Startinsel auf in neue Welten. So, der ist weiß, der ist weiß. Welcher von denen war länger da? Ich weiß es nicht. Wir probieren es mal mit denen. Was haben wir so für Viecher unter Wasser? Das sieht aus wie ein Megalodon. Oh ja. Und Hai. Okay. Noch mehr Haie. Ach du Scheiße. Oh, hoffentlich fällt mir mein Jaja hier nicht runter. Der arme Kerl. Wir probieren es mal da lang. Wie gesagt, Bett wäre echt nice, wenn wir das nicht landen müssten. Die Kram-Punkte kann man sich echt sparen. Nehme ich auf? Ja. Nein! Warum geht die Hurenkamera nicht, ey? Ich krieg einen Affen. Was ist denn nur? Okay, ich habe gerade mitbekommen, dass meine Kamera nicht mehr aufgenommen hat. Ich weiß nicht, wie lange, aber ich hoffe, dass die jetzt durchhält. Jetzt muss ich ständig gucken, ob die noch öffnet.
Ja, also wir sind auf dem Weg zur Insel. Ich musste gerade kurz mal ein bisschen ausrasten. So. Der Weiße ist noch da, sehr schön. Der Weiße wäre auch noch da. Ich hoffe natürlich, da schnippen jetzt nicht irgendwelche Viecher. Festland rum. Das packt sie auch noch. Irgendwelche krassen aus, sieht das mal alles relativ ruhig aus. Sehr gut. Wenn wir ein Bett haben, bebauen wir auch noch das Floß. Jaja lasse ich jetzt einfach mal kurz drauf, würde ich sagen. Schnell, 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 schnell. Jo, ich hatte kein Speer, okay. Mein Fehler. Oh, ist noch sehr gut. Lederschlafsack, okay. Erstmal besser als nichts. Zündpulver nehmen wir auf jeden Fall. Wasserschlauch reicht mir einer. Bären kann man immer hier brauchen. Rohes Fleisch nehmen wir auch. Ach, scheiß drauf. Wir sind geizig. Wir sind geizig, wir nehmen alles. Wir sind gierig. Meine ich. Geizig sind wir auch, wir geben es nicht mehr her. Aber wir sind gierig und wollen alles haben. Okay, ein Lederschlafsack ist schon mal nicht schlecht. Dann können wir zumindest schon mal einmal wieder beleben, wenn wir jetzt kein Bett finden. Also der Lederschlafsack. Da kann man sich einmal mit wiederbeleben, dann geht er kaputt und mit dem Bett geht es immer gut. Wenn wir den jetzt auch noch erreichen. Ach, das ist ja wirklich nur eine Sandbank, ey. Da dürfte kein Vieh sein. So. Ich habe Judge auf neutral. Lass ich den auf neutral? Oder mache ich den Löwe auf passiv? Wenn du so wehrt er sich, ansonsten. Ne, der rennt ja nicht weg, wenn er auf passiv ist, ne? So greift er an. Na ja, gut, wir lassen mal auf neutral. Immerhin hat er 200% Angriffsschaden, ne? Das soll ja was heißen. So, das wird echt Nacht. Es ist duster! Wie sehen die Vulkane aus? Achso, ist richtig. Es qualmt. So. Land in Sicht! Wir haben Land. So, oh, 10, alles nehmen. Ah, es waren auch nur Klamotten. Es waren nur Klamotten. Schade, schade. So, da ist ein grüner. Die grün? Können wir die mit 15 oder mit. Erst mit 20 oder 25 holen. Weiß es nicht. Aber ich hätte fast gesagt mit 15. Von daher, müssen wir gucken. Ist das eigentlich normal, dass es hier überhaupt keine Hintergrundmusik gibt? Oder liegt das an mir? Musik Lautstärke. Filmeffekte, ne, Bewegung, Entfernung. Und die Details. Reiten in Ego-Perspektive. Nee, da war drunter vorne. So, oder liegt's an der Map? Kann auch sein. Oh, es wird nebelig. Nicht schön, nicht schön. Schlückchen. Prost. Ach, der ist was runtergekommen. Sehr gut. Oh, das gewittert schöne Wetter. Jo, das ist ein richtiger Blitz. Das ist ja geil. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Hat man bei der Island Map, glaube ich, nicht. Cool. So, wir gucken jetzt hier noch. Wenn nicht, dann Pech, ich will zu dem Vulkan. Ja. Dann. Jo, der zweite Grüne ist, glaube ich, sowieso auf der Vulkaninsel, so wie es fast aussieht. Lilla, Lilla kriegt man auf jeden Fall nicht auf. Das weiß ich. Geil. Ich liebe Gewitter. Blitzt. Da war ein kleiner. Geil.
Also, wir hätten einfach nur da warten müssen, ey. Der Drop wäre zu uns gekommen. Aber ist okay. Ich brauche irgendwie eine Mucke. Das Dumme ist, die ganzen so lizenzfreien Lieder, die gehen halt alle nur 2-3 Minuten. Nicht. Nicht richtig lang. Ich hatte für Stranded Deep hatte ich so Hintergrundmusik. Aber die war halt. Ein Stück muss man fahren. Aber die war halt nicht so ganz lizenzfrei. So, bitte was Geiles drin, bitte was Geiles drin. Fallschirm. Bluttransfer, geil. Pfeile und ein Bogen. Ja, läuft. Läuft super. Klamper. Trankpfeile. Okay, so, wir packen mal den Schlafsack, packen wir rein, die Lagerfeuer packen wir rein. Wie viel haben wir? 3, da packen wir 2 da rein, das Fleisch. Die Klamotten, ach, die kann man eigentlich schnell wieder herstellen. Habe ich alles, ja, ne? Ja. Okay, dann. Welch mit dem Scheiß. So. Bogen ist sehr geil. Stimmt, den konnten wir nicht lernen, weil wir keine Punkte mehr hatten, kann das sein? Bogen. Doch, den haben wir gelernt. Und haben uns keinen hergestellt. Okay. Dann ist so. So, zack. Bluttransfer, das packen wir auch mal bei Ihnen rein. Zündpuffer packen wir rein. Fallschirm, Wärmeass brauchen wir mal Flugdino hin. Schön, schön, schön. Das hat sich schon mal gelohnt. Ich weiß nicht. Wollen wir einfach so zu der Vulkaninsel? Ich weiß halt nicht, was da für Viecher rumlaufen. Ne? Das ist halt das. Wenn sie. Ah ne, das ist. Der Grüne ist gar nicht. Ist der mitten im Wasser oder was? Da sehe ich ein Bronto da hinten. So, nee, Alter, das leuchtet richtig geil. Ja. Ich würde mir fast am liebsten ein Haus auf Vulkan bauen, aber wo willst du da Viecher parken? Ne? Das ist. Wird nicht viel bringen. Ah, Pteranodon sind ja jede Menge, das ist sehr schön. Oh, hier war der Drop ist mitten im Wasser, das ist ja kacke. Aber egal, hier sind viele Pflanzenfresser. Die tun uns nichts. Da bauen wir uns jetzt hier mal kurz was dran, würde ich sagen. Mal, du rutscht noch ein Stück. Du rutscht mal da auf die Ecke. Kam da so ein Fundament hoch? Hat man nicht noch eins einstecken? Holzkohle, Metall, Kristall? Nein. Nicht schlimm, nicht schlimm. So. Oh, Level 57, Alter, ja, rennt die Viecher. Huch. Entschuldigung. Mein Fehler. Gut, dass die nur sauer werden, wenn man den da erklaut, ey. So, jetzt machen wir uns noch ein schönes Fundament. Beziehungsweise 2, 3. Alles klar. Ja, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Hat man einen Mörservorrat? Weiß ich gar nicht. Sollten wir eigentlich haben. Das ist ein dämliches Fundament. Dann. Es fehlt natürlich mal wieder an Fasern. Alter Falter. Was bin ich froh, wenn wir eine Sichel haben, ne? Mal schön Farm, Nackerperlen können wir auch immer gebrauchen. So. Noch ein bisschen Holz. Holz schadet nie. Balthasar. Heute sagst du nicht mal Bescheid. Nee, Junge, ich will ja. Ach. Nehm grad. Noch eine Folge Arc Center auf, dann
Werde ich mich circa 20 Minuten. Ja, ich zock mit Stefan meistens abends auf unseren Server, aber irgendwann muss ich jetzt zwischendurch um aufnehmen. Ne? Verstehst du schon? So, wie viel haben wir? Zwei. Ich habe schon wieder Hunger. Ich habe Hunger und das Fleisch ist im. Oh, wir haben es noch gar nicht. Haben unser Fluss noch gar nicht umbenannt. Spielt Taximaler. Alles klar, der fährt eine Runde. Na ja, ich weiß, du hast Hunger. Lol, unser Judge ist aufgestiegen. Den wollten wir auf. Was wollte man den skillen? Ich weiß schon oder nicht mehr. Schlimm ist das. Ausdauer? Ne, Ausdauer hat man. Tragen sollte er ein bisschen mehr tragen. Movement Speed, dass man wegkommt von den Viechern. Ja, können wir nehmen mal Movement Speed. Das war zwar bestimmt nicht das, was ich ursprünglich nehmen wollte. Aber ist nicht so schlimm. So, Bären da rein, sonst wären sie schlecht. Bären da rein, sonst wären sie schlecht. So haben wir bald mussten. So, das machen wir jetzt schön mittig. Alter, du stehst ein bisschen im Weg. Oh ne, halt, 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 halt. Wir müssen unbedingt ein bisschen aufs Wasser fahren. Ich hatte mal das. Das Problem, da habe ich auch ein Floß wunderbar bebaut, hab's aber, es war zu sehr in der Nähe vom Land. Und da hatte sich das einfach mit dem Land mehr verbunden als mit dem Floß. Und wo ich losgefahren bin, blieb die Konstruktion. So weit raus kann ich das bauen. Machen wir. Blieb die Konstruktion einfach am Land. Und mit dem nackten Floß bin ich weitergefahren. Geil, ne? Das kleine Stück können wir schwimmen lassen. Unser Jaja sicher auf dem Floß. Lol, Manta. Jawohl, verreckt. Sehr gut. Level 118, ey, der hat mich locker gekillt. Rohes Fleisch. Rohe Fisch. Gibt nichts anderes von dem. Oh, Alter, der hat uns locker gekillt. 67. Jo, jetzt. Wie soll ich denn jetzt hierher kommen? Der Manta lauert doch hier bestimmt noch. Oder ist er auch. Das war nicht. Das glaubst du? Da muss ich mich echt beeilen. Springen, sprinten, hinspringen. E drücken, hoffen, dass ich aufsteige. Aufs Floß. Geil. Geil. Wenn nicht, haben wir Pech. Ey, wo ist der Manta? Oh Gott. Vorhin habe ich noch gesehen, dass da die ganzen krassen Viecher rumrennen. Ich will nicht sterben. Oh. Ganz bequem geschafft, okay. So. So, wir machen jetzt hier schöne Dreier breit. Vorne machen wir eine Kabine dran, wie gesagt. Und jetzt fahre ich das Ding doch wieder ans Land. So, shit, es wird aber auch gleich hell. Ich hab den Bock so lang zu halten. Ich will den Vulkan sehen. Ich würde den mir heute schon noch gerne angucken. Muss ich sagen. Kann ich. Haben wir die Holzdecke gelernt? Jo. Geil. Oh, das Fisch muss ich in Jaja packen. Dort wird sonst schlecht. Ich weiß zwar nicht, was ich damit soll.
Ich habe eh keinen, der es frisst. Also ich könnte es mal braten. Aber das bringt halt nicht so viel wie stinknormales Fleisch. Ne? Das ist eigentlich ärgerlich. Aber es ist so. Es leckt. Lecker. Aber dafür bevorzugen komischerweise schon oder kaputt. Die alle Fleischfresser, wenn du Fisch und normales Fleisch im Inventar hast, fressen das irgendwie, fressen die alle erstmal den Fisch weg. Ich weiß nicht, ob die sich sagen, der muss weg. Der wird schnell schlecht. So, lass mich raten, es fehlt bestimmt dann an Fasern. Fasern kriegst du. Alles kein Problem. Es ist hell. Es ist so gut wie hell. Ich will zu der Insel. Was ist das? Kokosnuss. Da scheint es auch nicht viele Bäume zu geben. Das ist das Problem. Level up. Geil. Ich will zu der Insel. So. Scheiß drauf, hier vorne zu der Insel. Ich guck mal, ob der hier drauf kann. Jo, geil. Ist klar, da lassen wir den jetzt da. Ne, wisst ihr, was ich noch mache? Ich baue eine kleine Kiste, weil, wenn wir jetzt wirklich da rüber schippern. Und mir mein armer Jaja wegbackt vom Fluss runter, dann haben wir echt die Arschkarte. Machen wir noch ein bisschen Ausdauer. Wir bauen jetzt mal eine Kiste. Kann ich auch schon einen Schrank? Schrie, Schra. Ich kann keinen Schrank. Schrank, doch da. Einfach mal. Klotzenhaft. Was brauche ich für einen Schrank? Zur Abwechslung mal Fasern. Und ein bisschen Holz. So. Wir könnten uns dann bei Gelegenheit auch mal langsam irgendwie. Hab ich jetzt erwischt? Entschuldigung. Ja, bleib mal smooth. Vielleicht nur viel mit ein bisschen Angriff. Ich würde ja gerne mir einen Wolf sehen. Deswegen bauen wir auch das Floß um. Damit die uns nicht killen. Aber dazu muss man halt erstmal einen finden. Da. So, ein Schrank. Sehr gut. Den Schrank stoppe ich jetzt. Mache ich den jetzt erstmal hin. Ist nur vorläufig. Den reißen wir höchstwahrscheinlich, reißen wir den eh wieder ab. Deswegen packe ich den jetzt einfach mal da hin. Dann nehmen wir uns jetzt mal das ganze wichtige Zeug. Chitin. Oh doch, hier habe ich noch. Okay. Kristall auf jeden Fall. Den Schlafsack. Das. Das. Die Pilze braucht man übrigens für dieses neue Heilmittel gegen die Blutegel. 534 Sterne habe ich schon. Fiel mir dann mal so ein. Weil ich dann in der letzten Folge drüber gerätselt habe. Was mich auch interessieren würde. Ah, der hätte auch eine Kiste erreicht. Egal. Was mich auch sehr interessieren würde. Ist, die haben ja jetzt bei Island, haben sie diesen neuen Wald da mit den Mammutbäumen. Gemacht, eingebaut, wie auch immer. Ob es das hier auf der Center Map auch gibt, das weiß ich nämlich zum Beispiel nicht. So, wir haben alles Wichtige raus. Jetzt zum Vulkan hier. Jetzt will ich es wissen. Dann haben wir knapp eine halbe Stunde. Also haben wir noch so 10 Minuten. Nee, Quatsch, ich habe ja zwischendurch
bin hier 5 Minuten ausgerastet, weil die Kamera nicht mehr ging. Also ein bisschen mehr. Andererseits ist mein Akku fast leer. Also wenn der Akku sich zur Neige geht und gegen Ende geht, dann machen wir einfach Schluss. Würde ich sagen. So, ich sehe noch keine Viecher. Jetzt bin ich ja gespannt, ob man da überhaupt hochkommt. Nicht, dass man da noch hochgeflogen kommt. Das wäre ja richtig doof. So, darunter gehen wir nicht zu den Drop. Wir sind ja nicht bescheuert. Da sehe ich Kanus. Eins, zweier. Da gehen wir nicht unbedingt hin. Da sind große Bäume. Das sieht fast aus wie diese Mammutbäume. Oh, da ist ein Argentivis. Da ist ein Alpha. Raptor, ach du Scheiße, okay. Also, hier scheinen wirklich so die krassen Viecher zu sein. Was? Das ist das Lava da? Ich hätte jetzt beinahe auf dem Bildschirm gezeigt. Jo, das ist Lava, krass. Okay. Richtiger Lavafluss ist hier geil. Das wäre natürlich eigentlich nicht schlecht, sein Haus dahin zu bauen. Weil dann ist man von der Seite auf jeden Fall sicher, dass da keine Viecher kommen. Ne? Das ist perfekte Verteidigungslinie. Ich weiß noch nicht, ob das wie bei Minecraft. Kennt ihr das? Da sprüht die Lava immer so. Ja, die Frage, ob das hier auch so ist. Oder ob man da wirklich bis ran kann. Sehr krass, richtiger Lavafluss, ey. Holy shit. Da schnippt ein bisschen was rum, das sieht aus wie ein paar Raptoren. Oh, da sind auch Kanus. Eieieiei. Ist das ein Biber? Ne, achso, so eine Echse. Da sehe ich auch einen T-Rex. Was hat er? Level 4. Alter, ein Haufen von den Viechern und Skorpionen. Noch mehr Kanus. Eieiei, also hier sind dann wirklich die krassen Viecher. Hat hier regnet auch Asche. Krass. Ja gut, ich fürchte, wir kommen zu dem Vulkan leider doch erst. In die Lava aus. Oh, krass. Krasses Gerät, ey. Ich fürchte, davon mache ich mal einen Screenshot. Das wird ein super Bild für die Folge. Ich fürchte, wir kommen da doch erst hin, wenn wir uns irgendwas zum Fliegen gesucht haben. Das ist sehr schade. Sehr, sehr schade. Da würde ich sagen, wir tasten uns doch erstmal ans Schneegebiet. Entschuldigung. Und suchen uns da einen Wolf. Einen richtig guten, weil die sind halt richtig krass drauf. Auf 20 können wir, also da drauf wollte ich auch warten. Auf 20 können wir dann diese Getränkenpfeile machen. Da ich jetzt nur Glück, dass ich welche gefunden habe, weil wenn wir uns natürlich einen krassen Wolf suchen, dann weiß ich nicht, ob diese 10, 11, die wir jetzt haben, ob die reichen. Jo, einfach über Bord gekackt. Schwimmt die Scheiße? Ne. Da werden wir uns erstmal. Ja, da hinten ist wie vermutet. Lol, da ist ein. Das ist ein Gigant, oder? Ne, ist ein T-Rex schon. Ein T-Rex, Level 57, jo. Würde ich glatt nehmen. Legt sich mit einem Raptor an. Der Raptor ist ja dämlich, ey. Legt sich da mit denen an. 16. Palmen sehen noch geil aus dem Rot. Also ich würde mich schon am liebsten auf der Vulkaninsel dann fett machen, muss ich sagen. Die sieht schon krass aus. Allein mit der Lava, ey. Aber da. Oh, da ist ein Alpha-Kano. Eieiei. Da ist wieder ein Lavafluss da hinten. Aber allein schon halt das mit der Lava, ne? Das ist halt richtig geil. Aber da braucht man viel Vorbereitung für. Glaube ich. Wobei das natürlich auch nicht schlecht aussieht. Ah, Leute, ich weiß es noch nicht. Müssen uns auf jeden Fall erstmal gut aufbauen. So viel steht noch fest. Wir sind so. Da sind sogar gleich zwei Lavaflüsse. Da könnte man sich perfekt dazwischen niederlassen. Weil die kommen ja da nicht drüber, kann ich mir nicht vorstellen.
Die fackeln doch da ab, oder? Muss ja. Da wäre es. Oh, da ist eine, so eine Art Brücke. Geil. Geil, jo, also diese Lava-Insel gefällt mir echt bis jetzt am besten. Da kann man sich echt fett machen. Ah, da niest du, oder was ist hier los? Oh, die Brücke. Ich glaube, ich werde mich. Doch, ich werde mich auf der Lava-Insel breit machen. Die sieht so geil aus. Muss man uns halt nur irgendwie mal was Krasses zählen. Wie gesagt, wir fangen mit der Wolf an, dann arbeiten wir uns irgendwie hoch. Zu was richtig Krassen, was uns auch beschützen kann, ordentlich. Und dann machen wir uns irgendwie fett. Wo sind wir denn jetzt? So. Wir sind. Okay, wir lassen uns irgendwo kurz vorm Schneebiet nieder, würde ich sagen. Und ja, bauen das Fluss zu Ende, dass wir Wölfe zähmen können. Und dann, vielleicht holen wir uns auch gleich zwei, drei Wölfe im Rudel, sind die halt richtig stark. Das könnten wir eigentlich machen. Und dann knallen wir halt da alles weg. Muss man das Fluss wohl nicht groß machen. Also wie schon vermutet, auf der Insel sind echt die krassesten Viecher. Skorpione, Kanus, T-Rexe. Oben könnte ich mir vorstellen, dass da Gigantosaurus sind. Tschüss! Herrlich. Alter, ich würde am liebsten sofort hoch. Erschließ. Was haben wir da? Das sind Triceratops. Aber nicht nur, da ist auch ein Gallimimus, oder wie das Vieh heißt. Und Podilus. Und auch alles relativ gesellige Leute. Ejo, da hinten ist Sumpf. Da kommt dann auch. Da kommen dann auch Frösche. Frosch brauchen wir natürlich auch zum Zementfarmen und so. Aber den Sattel kann man erst ab 25. Glaube ich. Im Sumpf wollen wir uns aber nicht niederlassen. Wir legen jetzt hier einfach an. Oder so. Das sieht gar nicht schlecht aus. Und da bauen wir das Fluss zu Ende. Da flüchtet er noch. Vor was? So, wir parken es mal so. Da müsste man eigentlich in Ruhe bauen können, hoffe ich. Ich glaube schon. So, boah, Chompies, Alter. Chompies geben natürlich Leder, aber wir brauchen vorher noch. Machen wir Speere. Speere. Natürlich kann ich kein Holz. Ich brauche Holz. Und da sind die los. Okay, ein Speer, zwei Speere. Muss jetzt für drei reichen. So Leute, wer will jetzt hier was? Wer will aufs Maul? Jumpier wohl zu. Ne, auf mein Fluss kommen die auf jeden Fall nicht. Also die schwimmen auch echt dahin. Seid ihr dumm? Verpisst euch bloß von meinen Judger, ey. Ich hau euch aufs Maul. Die kommen auch nicht her, ne?
Doch, jetzt. Komm her. Oder selbst gerade? Der selbst gerade. Alter, kommt doch her einfach. Jetzt war ich hier meinen Floß an. Level 73, Level 32. Okay, ich höre halt so. Eure Schuld. 1. 2. 3. 4. So, 4 mit einem Speer. Geil. Schöne Leder. Ne, Tierhaut heißt das ja jetzt. Genau, ganz wichtig. Ich hoffe, es kommt kein Manta und sticht mich ab. Sieht nicht so aus. Schön, schön. So. Das lief doch. Wir brauchen wieder Holz. Akku ist fast leer. Okay. Gut, dann würde ich sagen, müssen wir jetzt hier Cut machen. Das nützt leider alles nicht. Die Folge ein bisschen kürzer. Aber dafür machen wir es beim nächsten Mal wieder ein bisschen länger. Ja, dann würde ich sagen, haut mal rein, bleibt alle frisch. Schönes Wochenende, wie gesagt, und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Haut rein!